sind gleich die Vorder. My hatred is too low. Also, wo ist denn jetzt die berühmte Arena von Fuxania City, die wir suchen, hä? Huh? Das gibt's doch gar nicht. So eine Arena steht doch nicht mitten im Nirgendwo. Auf dem Weg zu ihrem nächsten Abenteuer in der Arena von Fuxania City müssen Ash und seine Freunde einen dunklen Wald durchqueren. Sie haben sich... Ich glaube, da geht's lang. ...mal wieder verlaufen. Los, lass uns weitergehen. Ich muss zur Arena von Fuxania City. Ich will einen neuen Orden gewinnen. Einen Moment, wir müssen noch auf Enton warten. Ah. Enton, kaltes Wasser kann die Kopfschmerzen noch schlimmer machen. Enton? Wisst ihr, manchmal, wenn ich Enton so ansehe, bekomme ich auch schon Kopfschmerzen. Wow, was für ein glänzendes Fell. Susi ist eine wirklich erstklassige Züchterin. Hey, Rocco, was ist? Wollen wir tauschen? Dein Vulpix gegen mein Enton, ja? Oh, nein. Enton muss man auch nicht so lange bürsten. Naja, es hat ja auch nur 3 Haare. Enton? Kommt schon, wir müssen los. Die Arena der Ninjas. Not ready yet. Halt dich gut fest. Wenn wir da runterfallen, ist unsere Pokémon-Reise vorbei. Seid ihr absolut sicher, dass die Arena von Fuxania City hier ist? Pika! Hm? Ja? Was ist das? Sehr merkwürdig. So ein Riesenhaus steht hier einfach rum, mitten in der Wildnis. Ich habe nicht gewusst, dass es so alte Häuser überhaupt noch gibt. Jedenfalls können wir hier jemanden nach dem Weg zur Arena fragen. Hallo, hier ist Ash. Ist da jemand? Ist jemand zu Hause? Scheint keiner da zu sein. Hallo! Misty? Was ist los? Hey, wo ist Misty? Sie ist verschwunden. Ash, ich glaube, da ist eine Geheimtür. Eine Geheimtür? Wenn man die Wand berührt, dann geht sie auf. Aua, Rocco, sag mal, was ist denn das für ein verrücktes Haus? Hm? Das Spukschloss im Spessart ist es jedenfalls sicher nicht. Pikachu? Oh? Blutzuck! Was ist das?